Schönen guten, mein Lieben, da sind wir wieder mit einer Runde The Long Dark Wintermute. Jawohl. Und ja, was wollten wir eigentlich machen? Wollten wir hier schlafen? Oh ja, sieht so aus, ne? Ja, ich glaube, wir machen das auch, wir machen das auch. So. Ne, wir wollten gar nicht schlafen. Wir wollten rausgehen. Den Viech reinpacken. In des Dingens. Und dann reingehen, ne? Und vielleicht ist es ja dann schon wieder morgen, weißt du? Oh, hey, dieser kleine Fisch hier, der wiegt viel mehr als der da. Komisch, ne? Ist ja schon merkwürdig. Habe ich einen anderen Fisch? Wo habe ich einen anderen Fisch denn hier gepackt? Habe ich ja noch Fleisch? Will er das nicht haben oder was? Ach, was mache ich? Hilfe! Habe ich nicht noch mehr Fische gehabt? Was sind die anderen Fische? Die habe ich da hinten liegen lassen, ne? So, Mission erfüllt, Rainer. Schauen wir nach, was er zu sagen hat, der kleine Kakado. Sag mal! Not bad. For a pilot. Yeah, well, thanks for the help. I think I'm ready to get out of here. I have a little graduation present for you. Oh yeah? Here. Well, thanks. You've earned it. And I have a feeling you're going to be needing it before you're through. I have a feeling you might be right. 15 Punkte für den ganzen Kram. Jacke holen, hin und her, tralala, Fische, was haben wir noch gemacht? Alles. Rehe. Gejagt und dies und das und jenes. Da gibt er uns 15 Vertrauen. Du tickst doch nicht sauber, Junge. Look, oh, was nun? I appreciate your help in learning how to survive out here. I really do. But my friend is still out there. And they may need my help. It's time I got going. Like I said before, Mackenzie, there's only one way out of here. Through that dam. Okay, so how do I get through it then? I'm the only one who can get you through, and I want to help you, I really do. I'm tired of being jerked around, Jeremiah. I need to get out of here. Listen, Mackenzie, there's more at stake here than you realize. This is about more than you, or me, or your friend. What are you talking about? Just listen. If you can't get past the bear, the rest doesn't matter. If I was well enough, I'd take care of it myself. But I'm wrecked. We'll die here unless you finish it off. I'm a pilot with a bit of survival training. I'm not an experienced hunter. What can I do? You can pull a trigger, can't you? Well, yeah. Get out there. Keep your wits about you. He's out there, waiting. But you're going to have to bait him. So the fight can happen on your terms. What? Bait him? With what? Bears can smell blood from over 20 clicks away. You get out there, cut yourself enough that you bleed, and he'll come to you. I'm sure of it. So, you want me to use myself as bait? There's no way I'm doing this. This is crazy. He'll come for you when you're not expecting it. But you won't miss it. Won't be subtle. It'll sound like a ton of muscle and bone bearing down on you like a freight train of hate and hunger. You stand your ground. Do not flinch. You raise your rifle, you sight him, and when you can see between his eyes, you squeeze that trigger. Oh boy. It's the only way. And if I make it? How will I know when it's done? He won't go down with one shot. He'll run off, and it'll seem like you got him, but he'll be back. Mm-hmm. He always comes back. You do it again, and again, as many times as it takes to bring him down. This sounds like suicide. Only if you fail. You sure this is the only way? You bring me the old bear's ear, and I'll get you out of here.
I will give you everything you need to find your friend. Okay. Well, you better hope this works. Oh, yeah? Yeah. Or I'll be sending the old bear back for you. Ah! Remember, Mackenzie. Wait till you see the whites of his eyes. Then squeeze the trigger. I understand. It's not something you can understand with your head, Mackenzie. No man can know if he has what it takes to face the bear until he's faced it. And then, it's not about what's in here. It's about what you've got in here. You aren't going to kill the bear with your head. You're going to kill him with your heart. So. Nein. Warum? Doch nicht jetzt schon. Schulabschluss, ja Wahnsinn. Was für Schule? Oh, Leute. Hier hat sich angeritzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Was machen wir nun? Ich habe Angst. Ich werde sagen. Würde ich denn sagen? Wieso macht er das? Hat er eine Macke oder was? Der ist doch wohl doof, ist der doch. Der gute alte Will. Ich hätte ja vielleicht mal einen Hasen hier fangen. Oder? Das hätte auch Blut. Muss ich mich doch nicht selber anritzen. Oder hätte doch. I don't know, Jack. Aber warte mal eben. Ich könnte mal eben noch vielleicht einen Schluck Wasser gebrauchen. Oder? So muss man Wasser kochen. Ich glaube, das können wir mal eben machen, oder? Den anderen Fisch habe ich natürlich nicht hier gelassen. Habe ich. Nee, den können wir uns den wieder rausnehmen eigentlich? Das sah mir gerade so aus, weil das rohe Reh da noch drin lag. Weißt du? Deswegen. 2,5 Leh. Komm, machen wir mal klar. Weil das rohe Reh da noch drin war, dachte ich, dass da irgendwie. Weil das war ja jetzt irgendwie nicht. Da hätte man das rausnehmen können wieder. Weil das haben wir ja reingelegt. Glaube ich, war doch für ihn hier, ne? Das ist aber noch drin. Können wir das also wieder rausholen in der Wette? Das wäre ja was, was? Also das wäre ja was, nicht? Also da würde ich ja sagen, okay. Ach, Scheiße. Ich bin das so doof. Warte mal. Ja, wir machen erstmal Haier, würde ich sagen, bevor wir irgendwie einen Bären kennenlernen. Sagen wir einmal 9 Stunden bitte, weil sonst ist es so schwer. Probieren wir aus. Könnte gehen. Ja. Na, abgesehen davon, das ist wieder sowas von 600 Gramm. Ziehst dir rein, Johnny. Ja. Muss. Was Mut, der Mut. Immer. Eine Stunde, komm, schlafen. So, jetzt müssen wir echt einen Bären jagen. Suchen. Töten. Ich meine, suchen, der wird uns finden. So sieht's aus. Das war der Plan. Aber, ah ja, es ist hell. Wir heben den auf. So. Oh mein Gott, ich habe doch nur noch 3 Schuss. Was? Alter, hast du eine Macke oder was? Was macht der hier? Der kann doch nicht hier vor der Tür stehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, da, guck mal hier. Mach Fenster auf, schieß. Echt. Jetzt muss ich da rausgehen. Alter, hab ich mich erschrocken. Da steht er hier vor der Tür und sagt, hello, ich habe dich gerochen. Du Sau. Kannst dich auch mal waschen. Sag mal. Ehrlich, wa? Die Dicke noch nicht sauber, hör mal.
Ich werde ihn überleben, ne? So viel steht mir fest. Das ist Beschiss. Nein! Wieso habe ich nicht geschossen? Wieso habe ich nicht geschossen? Scheiße. Ich wollte zielen, ne? Ich wollte genau schießen. Ich wollte so schön genau einen Schuss setzen. Und was macht er? Schneller als ich. Du kleine Dreckige. Wo ist mein Gewehr? Kaputt gegangen. Warum habe ich das nicht eher gemacht? Wieso habe ich nicht geschossen? Ich hammel. Ich blöder Hund. Ich muss mal kurz F drücken. Blutverlust. Also sag mal. Hier, zack. Rein damit. Der tickt doch nicht sauber, der Hund. Infection. Hat. Warum habe ich denn nicht geschossen? Ich hammel. I don't know, Jack. Ich weiß es nicht. Verdammte Scheiße. Wieso? Weil ich wollte genau Ziel, weißt du, und auf einmal. Da geht der los, weißt du. Da geht der einfach mal los, der alte Bär. Was ist denn jetzt hingejoggt? Darüber? Weiß ich nicht. Leck mich am. Da, der Viech. Der Viech ist auch noch hier, der Viech. Ich kann das rausnehmen wieder, oder was? Kann ich das wirklich tun? Weil das wäre nämlich. Oh, das wäre gut. Ich probier's. Ha, kann ich nicht. Alles andere kann ich. Alles andere kann ich rausnehmen. Was nicht. Was der gute Kollege hier nicht braucht, das kann ich natürlich nehmen, ne? So, jetzt ist die Frage, was frage ich mich eigentlich? Der spüre den. Sechsmal. Eins. Spüre den Bären mit deiner Karte an seinen Lieblingsverstecken in Rätselsee auf. Wenn du den alten Bären nicht tötest, schaffst du es nie lebend aus Rätselsee. Bringe zu Ende, was Jeremiah begonnen hat. Okay, Mannix. Das Mannix ist... J. Ach, J. M. So, wir sind dort. Sonst. Hier ist er also wirklich gerne. Hier habe ich ihn doch schon aufgehört. Da hinten. Ja, ich glaube, in diese Richtung ist er auch gerannt. Gelaufen. So was? So what? Says Red. Zack. Ich habe aber keine Schüsse mehr. Ich brauche Schüsse. Allein in Amsterdam. Oh Mama. Ja, ihr geht schön spazieren, ne? Und ich krieg hier auf die Fresse, weißt du, das geht doch gar nicht. Ja, ja, Prost. Okay, dass dieser Kollege uns erwischt hat, das war sehr unnötig. Äußerst unnötig. Das müsste ich mir auch mal ein bisschen ankreiden wieder. Warum habe ich ja nicht geschossen, Alter? Weil ich zielen wollte. Ich weiß. Ja. Scheiße. Ich gehe mal einmal über den Berg hier gucken. Mal kurz. Ist ja nicht so, als wären wir schon da hinten gewesen, nicht? Leck
die Kuh am Arsch, ey. Da steht der vor der Tür. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Warum steht der auf einmal da vor der Tür schon? Das kann ja wohl nicht sein, echt. Das ist echt ein bisschen kacke, wa? Warum speichert er jetzt? Mitten in Game. Macht er das neuerdings oder ist das wieder hier wegen, weil gerade hier was um die Ecke kommt gleich? Was? Hallo? Jo, weiß ich mal genau. Warte mal, ich bin da gut, ey. Ah, guckst du hier, guckst du da. Da sieht er mich. Mama! Der läuft, der rennt. Hat er eine Waffe? Kann ich rückwärts rennen? Nein. Du verarscht mich. Wie soll man das denn machen, bitte? Bin ich tot, oder? Bin ich tot? Boah, ja, Unterkühlung, klar. Das ist ja mein größtes Problem gerade. Auf. Hör mal, Heinz, das kannst du nicht machen mit mir. Mach jetzt hin, da. Steh auf. Okay, verdammte Kacke. Lass mich. So, ah, Jäger, ah, pass auf. Wo ist er? Wo ist der? Kaputt? Ne. Wie hätte ich das bitte... Hättest du mir sagen, also jetzt, also das, also ne. Also weißt du, wie ich das hätte verhindern sollen, das kannst du mir bitte sagen, ja. Rennt er nicht normalerweise weg, wenn er einen Schuss kriegt? Das war ein Bug. Oder was? Und jetzt schon wieder hier bist, ne, Kumpel? Ich brauche letzte Hilfe, ja, ich brauche auch letzte Hilfe. Da kommt der angelaufen, Alter, und sofort bin ich im Arsch. Ja, ich weiß, wir haben aber gerade nichts dabei, oder? Wir haben nichts dabei. Warte, wir haben nichts dabei. Was mache ich hier für Knöpfe? Was will ich denn machen? Wie? Haben wir da nicht ein Stöffli mit? Ja, siehe, ein Stöffli mit. Wie machen wir einen Verband? Stell mal her. Ja, es geht. Was? Mama! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt müssen wir mal nach Hause. So weit, so gut. Boah, das war knapp. So, wenn ich einen Stein mit hätte, du denn... Würde ich dich aber, du. Kannst mir mal glauben. Mir ist so kalt. Erzähl mir nichts. Das ist echt das kleinste Problem, was du gerade hast, Junge. Was haben wir denn noch? Haben wir hier noch Zeug? Ja, dann rein damit. Was ist das denn? Drach auf, die Sau. So, fertig. Rein! Leck mich am Arsch, Junge. Was macht der hier denn mit mir, der Vogel? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Essen wir was? Ja, wir essen was. Bevor hier noch irgendwas kaputt geht. Alter, und wir trinken, wir essen was. Das gibt's nicht, oder? Dieser kleine... Gut, dass ich noch eine Jeans hier liegen habe. Das ist innere, das ist äußere Schicht, wa? Dann ziehen wir die jetzt mal an. So. Ne, das ist äußere, ja, das ist innere. Wildes Hause. Der ist ganz schön defekt. Ist jetzt alles wahrscheinlich sehr defekt. Boah. Will! Baby! Komm mal klar! Ob es mit Will hier weitergeht, das sehen wir dann, wenn das Licht angeht. Oder ausgeht, je nachdem. Ne? Wir werden sehen, was passiert. Hallo, kannst du nicht machen.
Boah, Alter, das ist aber am Schwanken hier, der Vögel. Kannst du dich nicht mal hinsetzen hier am Stuhl oder was? Zweimal hat uns dieser Scheißbär überwischt. Und warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hab geglaubt. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Vielleicht sterben wir morgen, kann ja sein. Warte. Das lasse ich nicht auf mir hängen. Ich werde mich hier hinlegen eine Stunde. Gucken, was passiert. Es kann ja eigentlich nicht schief gehen, ne? Oder doch? Geheilt. Long. Long gong flockig. So, was ist denn hier? Er ist immer noch am Wubbern. Kein Leiden. So, 5%. Das ist schon... Alter Schwede, war das knapp. Noch mal eine Stunde schlafen. Komm. So, jetzt haben wir doch... Wie viel kriegt man immer pro Stunde? Prozent pro Stunde. Alles klar, wir haben gewonnen. Wir werden hier schlafen bis zum Umfallen und vielleicht nochmal umfallen. Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall hier schlafen. Eine Runde müssen wir machen morgen und dann werden wir zum Lagerbüro gehen. Oder? Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wegen der Essen und so. Ne? Wir haben, glaube ich, da drin haben wir noch ein bisschen was, ja. Und schießen wir uns ein Reh oder was, ich weiß es nicht. Schießen ist natürlich scheiße, weil wir keinen Dings haben, wa? Nicht mehr so viel Munition. Naja, wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Quatsch. Morgen sehen wir uns wieder, ne? Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.